Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuen Overwatch-Video hier auf dem Kanal auf Kirsch Maparino. Eben beim Laden des Overwatch stand da Workshop-Map wird geladen. What the fuck? Ich dachte kurz, hä? Hat jetzt jemand auf einer Workshop-Map irgendwie gecheatet oder was? Aber es ist scheinbar doch nur Cash. Es fängt irgendwie direkt voll normal an. Oh, oder. Sind die beide in Vents gewesen, in Ventroom, und er hat da trotzdem hingeaimt? Wir gucken mal, ob er jetzt hier durchgibt. Ein bisschen früh reingeaimt, aber gut, der Bunny hoppt da auch rum wie ein Wahnsinniger. Sind wir hier bei Hacker vs. Hacker, oder was? Wie er da so versuchshalber reinballert. Ich vermute möglicherweise einen Wallhack. Aber vielleicht ist es halt auch einfach ein ultra großer Spieler, ne? Achtung, wenn er da jetzt nochmal reinbankt, da durch die verschissene Tür. Wo rennt er jetzt hin? Ist der Blade? Er wartet ab. Achtung, 3, 2, 1. Möglicherweise kann er voraussehen, wann die Gegner kommen. Aber der eben hat brutal Bunny gehabt, oder? Das war neben Leben normal. Der ist straight auf den zu. Das ist vielleicht eine Hacker vs. Hacker Spielerei. Ihr habt mir schon ein paar Mal davon erzählt, dass es extra solche Server gibt, auf denen Spieler ausgerichtet werden, bei denen es eben darum geht, dass Hacker gegen Hacker spielen und dann, da geht es dann skilltechnisch um Dinge wie, wo kann man am besten sitzen, welche Spots kann ich durchbangen, aber die anderen nicht, beziehungsweise wo kann ich am ersten rausbangen, aber sie nicht zu mir rein und so weiter und so fort. Es gibt da echt richtig ausgerichtete Spiele, das wusste ich nicht, da kommt einer Highway direkt hochgehoppelt. Das wusste ich nicht, dass es so krass ist, also dass man, alter Verwalter. Ist da vielleicht noch ein Trigger mit dabei, beziehungsweise ein Auto? Guck mal. Ja, also der Warlock ist ihm sicher, aber er gibt auch jedes Mal dann auch noch den Headshot rein. Das ist schon ziemlich haarig. Ist es hier vielleicht halt doch, obwohl, wie, ja doch, 6-6. 6-6 passt ja schon mal ganz gut für eine Hacker vs. Hacker Lobby. Wobei es da eigentlich auch so ist, dass wenn jemand die besseren Hacks hat, also mehr Geld ausgegeben hat oder wie auch immer, und sich besser auskennt, dann ist der wahrscheinlich, also kann dieses Team doch eher gewinnen wie das andere. Aber das ist für mich eine ganz neue Welt, Hacker vs. Hacker Games. Ich wusste davon nichts. Also, es ist eigentlich an sich gar nicht so übel, wenn man sich es genau überlegt. Hacker, die können ruhig alle zusammen auf einer, die sollen doch zusammen spielen. Das ist doch völlig in Ordnung, oder? Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke hinter Trust, dass Hacker und nervige Leute eben einen schlechten Trust-Faktor haben und dann alle zusammenkommen immer. Und nie mit den guten Leuten spielen, die wirklich was haben wollen von dem Spiel oder was aus dem Spiel ziehen wollen, wie Spaß oder Entertainment. Und ja, so Hacker vs. Hacker Lobby sind in dieser Hinsicht gar nicht so übel. Sollen die doch einfach alle zusammen sich gegenseitig ihre Heckschniedel um die Ohren schlagen. Wenn sie unbedingt wollen. Das stört dann wenigstens nicht. Das ist dann nichts, es fuckt dann niemanden ab, aber der Kerl jetzt sieht nicht aus, als wenn er hacken würde da unten, der kleine T. The Wagon. Naja, also der eine hat auf jeden Fall gebunnyhoppt, oder? Bei den Gegnern. Der eine T. Dom, 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 dom. Das waren bestimmt 4 Hops, die wir gesehen haben. Ziemlich straight, ohne Stravung und sowas. Also, ich denke, dass zumindest dieser eine halt eben ein Bunnyhop-Skript hat. Sagt bloß, er will heiden. Will er wirklich heiden gerade, dieser Spast? Hat er gerade ganz im Ernst da unten hingeguckt? In sein... Guys, is this his Ernest? Is his name Ernest? Ach, apropos, is his name Ernest? Was ist das eigentlich für jemand? Was ist das für ein Mensch? Sicherlich ein sehr minderwertiger Mensch, klar. Aber Geschlecht. Kann man da vielleicht schon was sagen? Männlich, weiblich, Helikopter. Mal gucken. Wir müssen uns das ganz genau angucken. So wie er den gerade hochgeboostet hat, wirkt es erstmal recht männlich. Aber schaut euch mal diese Linksbewegung an. Aha! Also doch eine Frau. Ich wusste es doch. Ich mache euch demnächst mal so einen Workshop, so ein kleines Tutorial, wie man das sehen kann. Das ist lang angelernte Theorie und Praxis, die dann so Stück für Stück aufbaut auf Wissen meiner Ahnen und Urahnen. Das ist halt ziemlich hart, aber ich versuche es euch irgendwann mal beizubringen. Es ist auf jeden Fall ein Grill, das sehe ich wie gesagt direkt von den linkskurvigen Spielereien her. Wurde gerade eben auf sie geschossen. Ist ja gerade eben in der Querschläger, also ich glaube auch, dass die Gegner cheaten. Ich glaube, obwohl, das könnte auch so passen. Oh, der da oben wurde aber geprefired, der linke eben. Also ich denke, wir haben hier einen Grill, einen Hacker-Grill, das in einer Hacker vs. Hacker-Lobby spielt, in der aber nicht alle hacken. Beziehungsweise in der nicht alle gute Hacks besitzen. Also scheinbar hat der eine... Oh, um Gottes Willen!
Scheinbar hat der eine ein Wallhack, einer von den Gegnern. Glaub vielleicht, es ist sauschwer, sowas zu sehen und zu sagen, weil das genauso spekuliert ist, wie wenn man es halt in-game sagt. Wenn man selbst spielt und sagt, oh, außer es spinbottet jemand, das ist was anderes. Aber ne, es gibt viele, die bekommen einen Headshot von irgendwo und sagen, hey. Sowas ist natürlich schwierig zu sagen, aber jetzt gerade eben, weil wir durch die Wand sehen können, war es schon merkwürdig, dass dieser eine da hinten auf die Kiste schießt, wo sie gerade steht, hinten dran, und danach den anderen da oben sogar mehr oder weniger pre-aimed. Und nicht pre-aimed, aber pre-fired. Alles klar. Also ich würde sagen, da ist auch noch eine Aim-Unterstützung mit am Stissel, die aktiviert wird, immer mal wieder. Also der Wallhack ist hier sowas von klar. Aber ich werde die Aim-Unterstützung noch mit dazu machen. Wobei man... Ne, ihr wisst, der Warlock ist der beste Aimbot und umgekehrt, aber trotzdem. Oder und umgekehrt, weiß ich nicht genau, aber ja. Ich drücke dazu noch eine Aim-Unterstützung mit 3, weil manche Sachen klatschen so drauf. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja. Was habe ich davor erzählt? Hacker vs. Hacker Lobby, Cheaten, Aimbot, Warlock und Aim bekommt sie gedrückt, Grill, Kartoffelsalat, ich weiß es nicht mehr. Weiß nicht mehr, keine Ahnung, was ich gerade eben angefangen habe zu sprechen. Sie ist die Vorletzte, der Das sah jetzt sogar fast normal aus, also vom Schießen her, nicht vom... Es war auf jeden Fall trotzdem Wall genutzt, aber der Schuss sah jetzt nicht so drauf gelockt aus oder sowas. Ja, sie weiß halt genau, wo sie herkommen, also... Und frisst trotzdem. She bears something like that, no. Naja, wisst ihr was? Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Im letzten Matchmaking habe ich doch so krasse USP-Shots gedrückt. Gerade eben jetzt die zwei auf Highway haben mich halt voll von dem Aimbot irgendwie überzeugt oder von der Aim-Unterstützung, aber jetzt dann doch nicht, wenn ich überlege. Ich habe ja, solche Sachen drückt man manchmal. Vielleicht werde ich es Aim trotzdem lieber weglassen, obwohl wir gerade gestern wieder XP-Bonus bekommen haben. Also letztes Mal, wo ich zum Wallhack noch ein Aim vermutet habe, waren wir scheinbar richtig gelegen, denn ich habe einen dicken, fetten Bonus bekommen. Ja, aber wenn ich jetzt überlege, wie ich genau in dieser Position letztes Mal gespielt habe, wo sie eben auch zwei Headshots gemacht hat, es ist möglich, wenn man sich dann noch vorstellt, dass man Wallhack hat und sieht, weil er da kommt, könnte die, obwohl sie so niedrig zielt, könnte dieser Headshot schon gerechtfertigt sein, komplett ohne Aim-Unterstützung. Ich habe mich jetzt sehr unsicher gemacht durch dieses Gerede. Hoffentlich kommen jetzt noch irgendwelche Sachen. Und die Deagle-Shots, naja, einer sah ziemlich drauf getriggert aus, aber alles andere, Deagle ist halt Deagle, ne? Ihr wisst, man schießt hinter sich und trifft vor sich drei Leute. Also es ist, ja. Wallhack, so oder so. Also es gibt eh den Devacation, ja, sie ist weg. Weggebannt, zu 100%. Wie sie eben schon auf ihn abgeiern wollte. Aber, ich weiß nicht. Vielleicht doch so eine kleine Aim-Unterstützung, vielleicht so eine... Vielleicht doch eine kleine Aim-Unterstützung. Sowas ist auch wiederum machbar, das gerade eben, auf jeden Fall. Ihr müsst euch immer dazu denken, dass sie die Leute durch die Wand sieht. Auf den Kopf gesprayt ist auch möglich. Obwohl es manchmal so rumzuckelt. Ich bin mir im Klaren bzw. bewusst darüber, dass sie so rumgewackelt hat. Ich weiß aber auch, dass es extrem krasse Demo-Fehler gibt und bin mir da einfach zu unsicher, diesen Aim-Assist jetzt doch zu drücken. Haben wir schon wieder XP bekommen? Zumal wir ja ständig... wir haben scheinbar einen sehr guten Overwatch-Score und ich will ihn irgendwie nicht so arg zerstören. Die Vision reicht. Vision Assistance reicht vollkommen. Das Mädchen ist auf jeden Fall, diese Frau ist auf jeden Fall von dannen. So. Ah, das war nur das laufende Overwatch da oben, okay. Ja, läuft. Letztes Mal habe ich ja erst einen rausgehauen, Leute. Komm, heute keinen Skin, aber dann wieder beim nächsten Mal. Vielleicht. Macht's gut, ciao.